Hallo, ihr fantastischen Leute da draußen. Willkommen zu einer neuen Blätterfolge und heute möchte ich euch was ganz Besonderes vorstellen. Und zwar das Game Boy The Box Art Collection von Bitmap Books. Ja, das ist ein englischer Verlag, kann ich nur sehr empfehlen. Die machen sehr schöne, hochwertige Bücher zu Videospielen, zu verschiedenen Systemen und es ist immer ein Fest, sich diese Dinger zu kaufen und anzuschauen. Kurz vorweg, das kostet so ungefähr 40 Euro. Das mag jetzt zwar auf den ersten Blick vielleicht etwas teuer klingen, aber wie ihr schon seht, ihr kriegt hier ordentlich mit einer großen Oschi. Ihr habt Hardcover, die Qualität stimmt auch alles. Wie ihr seht, nicht wundern, weil das Buch einfach so dick ist. Ne? Ich kann euch das jetzt nicht hier komplett durchblättern und kommentieren. Deswegen habe ich mir hier so ein paar kleine Beispielseiten herausgesucht, um euch einfach mal vorzustellen, hey, wie sieht das Buch aus? Was ist da für Besonderheiten zu entdecken? Denn auch ich habe da einige tolle Sachen entdeckt auf jeden Fall. Wie könnt ihr das Buch kaufen? Entweder direkt beim Verlag, wobei zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ist das direkt beim Verlag ausverkauft, aber die kriegen immer wieder neue Lieferungen rein. Wenn ihr das direkt beim Verlag kauft und mit PayPal bezahlt, ja, wie gesagt, da kommt ihr so auf ungefähr 40 Euro mit Versandkosten ungefähr hin, momentan mit dem Pfund-Umrechnungskurs. Aber da habt ihr den großen Vorteil, ihr kriegt das Buch auch als PDF zugeschickt. Ihr könnt es natürlich auch bei Amazon kaufen, das verlinke ich euch unten in der Beschreibung und kostet ungefähr dasselbe und ja, also ihr könnt einfach mal schauen, wie ihr das gerne haben möchtet. Wenn ihr unten über den Amazon-Link bestellt, das ist ein Affiliate-Link, da kriegt ihr noch einen kleinen Bonus, wenn ihr das bestellt, aber genug der langen Vorrede, gehen wir gleich mal rein und zwar hier ist erstmal der Anfang. Das ganze Buch ist natürlich auf Englisch, aber wie ihr seht, sehr hochqualitativ gedruckt. Ja, Englischkenntnisse solltet ihr natürlich mitbringen, aber ich denke mal, hier werden jetzt nicht die ganz, ganz großen Englischkenntnisse abverlangt. Also wenn ihr so einigermaßen versteht, solltet ihr mit dem Buch eigentlich ganz gut klarkommen. Und glaube ich, auch ohne Englischkenntnisse wäre das auch so einfach nur zum Durchblättern und Angucken. Sehr schön. Auf jeden Fall, es wird hier natürlich am Anfang kurz auf den Game Boy eingegangen, ne? Mit sehr schönen Fotoaufnahmen und natürlich hier Link's Awakening. Wird natürlich nochmal kurz besprochen, hey, so wurde der Bade aufgebaut, so lief es alles mit der Entwicklung. Und ja, wie gesagt, netter Einstieg, bisschen Zubehör, da wird natürlich auch drauf eingegangen. Und ich würde sagen, wir gehen mal zu den Spielen und das ist hier auch gleich die erste Spieleseite und die ist im Prinzip so aufgebaut, ne? erstmal farblich hinterlegt, so ein bisschen wie das, die Farbgebung vom Cover wird da aufgenommen, wie hier zum Beispiel dieses Orangene, dann haben wir hier ein Orangebraun ungefähr. Hier habt ihr unten dann immer ein paar Screenshots von dem Spiel. Hier habt ihr dann so einen kleinen zusammenfassenden Text. Das ist natürlich jetzt kein irgendwie Review oder irgendwie sowas, das ist nur eine neutrale Beschreibung und hier wird nochmal kurz auf die Besonderheit des Covers eingegangen. Also im Prinzip, hey, das und das spielt da mit rein bei der Gestaltung, das ist nach dem Artstil, das haben sie sich eventuell gedacht, das ist vielleicht etwas Besonderes, denn das Buch dreht sich halt um die Spielecover, was ich einen sehr interessanten Ansatz finde. Wie ihr seht, ist das hier bunt gemischt. Es gibt japanische Releases, es gibt europäische und natürlich auch amerikanische Releases. Hier alles mit da drin. Und warum ich mir diese Seite hier rausgesucht habe, einerseits, was natürlich die erste ist, aber auch, guckt mal, was die Japaner hier alles haben. Es ist ein Pferde-Rennspiel, wo ihr nicht vielleicht ein Pferd spielt oder sowas. Nein, das ist so, wie auf der Pferderennbahn irgendwelche Wetten abschließt, gibt es das hier als Spiel. Wunderbar. Also das ist immer wieder zu entdecken, dass das Spielmarkt für uns westliche Leute natürlich jetzt überhaupt nicht verständlich sein, weil wie man hier sieht, das ist alles auf Japanisch und auch das Spielprinzip ist irgendwie bekloppt. Aber es ist ein Pferdewettspiel auf den Gameboy gab. Puh, herrlich. Einfach nur herrlich. Diese Seite habe ich rausgesucht. Guckt euch das mal an. Das japanische Cover von Alleyway. Das versprüht so einen ganz anderen Charme als irgendwie das bei uns. Obwohl es wirklich exakt dasselbe Spiel ist. Das sieht hier irgendwie viel futuristischer aus. Das finde ich einfach wunderbar. Und genau für sowas ist dieses Buch einfach klasse, weil es einfach mal zeigt, hey, so sieht das Cover, das bekannte Cover, was sich bei dir in den Kopf reingebrannt hat, auch in anderen Ländern aus. Und nee,
Ich gucke hier gerade hier, was ist das denn hier? Das sieht auch so kurios aus irgendwie. Alles klar, so ein bisschen Pokémon-mäßig, Animal Breeder. Also das ist wirklich, ich kann euch wirklich nur empfehlen, schnappt euch dieses Buch, blättert euch das mal in Ruhe durch und stöbert das mal durch. Es ist einfach wirklich fantastisch. Dann habe ich hier natürlich hier The Simpsons. Musste natürlich auch dabei sein. Das Spiel ist natürlich revolutionär schlecht. Sie haben es hier etwas neutraler beschrieben. Ne? Es hat mir basiert auf dieser Folge von Camp Krusty, die mir sogar noch einigermaßen im Kopf geblieben ist, da wo die halt so ein bisschen im Ferienlager ja ausgebeutet wurden. Und hier bin natürlich nochmal drauf eingestiegen, dass natürlich der Simpsons-Stil ist vom Cover her. Wunderbar. Also ich komme bei diesem Buch wirklich aus dem Schwärmen nicht mehr raus. Dann habe ich hier diese Besonderheit. Ich habe ja in meinem letzten Pickup-Video, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt oder nicht, bin ich durch dieses Buch drauf gekommen, dass es Spiele in so kleinen Blechdosen gab. Das wusste ich auch nicht. Also in Japan erschienen so ein paar Spiele in so Blechdosen. Vor allem die Bomberman-Spiele, aber hier werden noch auf ein paar andere Spiele eingegangen. Und das fand ich so kurios, dass ich mir jetzt unbedingt auch so ein Exemplar, nicht von dem Spiel, sondern vom Game Boy, von Bomberman Pocket, dass ich mir das holen wollte. Also ich finde ich echt super. Das sind so kleine Döschen. Ich habe sie leider nicht in Greifweite und ich will hier nicht großartig schneiden. Aber es macht einfach wunderviel Spaß. Und was es da alles zu entdecken gibt. Und auch dieses Cover, das ist so schön zeitlos gemacht irgendwie. Das haben sie richtig gut gemacht, finde ich. Auch hier habe ich herausgesucht zwei wunderbare Spiele. Einmal Bubble Ghost, was ich wirklich für alle Rätselfans immer wieder empfehlen kann. Wunderbares Spiel, wo ihr so einen kleinen Geist spielt, wo ihr immer so ein bisschen eine kleine Luftblase oder ein Ballon ist es. Obwohl Bubble Ghost wird wahrscheinlich eine Luftblase sein. So viel zu den Englischkenntnissen. wo du durch bestimmte Level buxieren müsst. Und ihr seid natürlich ein Geist und könnt das nicht die Blase einfach nehmen und irgendwie hinschieben. Und deswegen müsst ihr das mal per Luft anpusten. Sehr sympathisch, sehr nett aufgemacht. Aber worum ich es eigentlich herausgesucht habe, ist Burai Fighter Deluxe. Das feiern ja genauso wie ich viele von euch ab. Und auch hier ist dieses Cover, das sieht so komplett anders aus, aber auch so komplett japanisch. Das kommt irgendwie hin mit diesen Gundam-Anzüge, heißt nicht, bin leider was so Anime-Manga-mäßig nicht ganz so firm. Aber das sieht wirklich, schreit so nach japanischem Transformer irgendwie. Ich weiß, da also werden jetzt viele wahrscheinlich auch schreien, die sich da irgendwie besser kennen. Was sagt der da nur? Und hier haben wir Donkey Kong. Auch da habe ich letztens erst das Spiel getestet. Hier ist das Cover etwas anders, nicht viel anders, etwas anders. Und irgendwie versprüht das einfach den Charme des frühen Arcade-Spiel perfekt. Mit der ganzen Zeichnung und so weiter, das haben sie wirklich wunderbar eingefangen. Zu dem Spiel habe ich mittlerweile auch einen Test gemacht, das habe ich auch schon vorbereitet. Müsste, wenn das Video hier erscheint, dann irgendwann mal erscheinen. Wunderbares Spiel, kann ich wirklich nur jedem wärmstens ans Herz legen. Und auch hier DuckTales natürlich. Das ist an mir damals leider komplett vorbeigegangen, dass es da auch Nachfolger zu DuckTales gab. Weil ich habe bei DuckTales wirklich abgefeiert ohne Ende. Und das zu Recht, will ich meinen. Und dass es da einen zweiten Teil gab, das hat irgendwie, bei mir ist das vorbeigegangen. Aber es ist auch ein schönes Spiel. Also habe ich auch schon relativ früh einen Test zugemacht. Es ist nicht viel, viel anders als der erste Teil, aber da musste auch nicht so viel verbessert werden. Wobei natürlich so ein bisschen nostalgiemäßig ich den ersten Teil immer noch ein bisschen besser finde. Und dann kommen wir hier. Das habe ich rausgesucht. Guckt euch mal an. Dr. Mario. Das sieht wirklich, keine Ahnung, wie irgendeine Medikamentenwerbung aus oder ähnliches. So von dieser ganzen weißen Aufmachung ist relativ nüchtern. Da liegt diese Pille hier im Vordergrund. Auch da wie komplett unterschiedlich wie unsere Version. Was ja so ein bisschen verspielter aussah. Und das sieht ja wirklich wie, ja, wie die Medikamentenpackung aus. Ich kann es nicht anders beschreiben, wenn da das nicht irgendwie Mario drauf wäre, weil hier hat man ja auch hier diese Umschrift von Bakterien und so weiter. Ach, wunderbar, wunderbar. Dann guckt euch mal an, das Kirby-Cover, das japanische, das sieht auch irgendwie anders aus. Irgendwie finde ich fast nichts sagen, ne? Weil natürlich hier der Kirby natürlich hier die Haupt
Person, sag ich mal, ist. Wunderbar, aber das fängt die Stimmung des Spiels auch irgendwie perfekt ein, weil es ist so unbeschwert, so fröhlich. Ich kann es nicht oft genug sagen, auch wenn ich mich wirklich wiederhole, ich liebe dieses Buch wirklich sehr. Das hier habe ich rausgesucht, weil Klacks, das ist ein relativ einfaches Puzzlespiel. Das habe ich noch nicht in meiner Sammlung, weil ich das irgendwie nie so den Zugang irgendwie für gefunden habe. Im Prinzip ist das ein Arcade-Spiel, wo ja hier habt ihr so ein Laufband mit Steinen, die dann halt runterfallen, die ihr dann halt entsprechend sortieren müsst. Also im Prinzip eine Abwandlung von Tetris und quasi gefühlt jedem anderen Puzzlespiel, was es jemals auf dem Gameboy gab. Aber auch hier finde ich das japanische Cover, finde ich irgendwie so interessant, weil das sieht so komplett abstrakt aus irgendwie. Man weiß gar nicht, was das sein soll. Hier ist irgendwie der Saturn, hier ist die Sonne, da gibt es irgendwelche Steine. Dass sich dahinter irgendwie so ein relativ einfaches Puzzlespiel irgendwie verbirgt. Vielleicht hat man da gar nicht auf dem Radar, aber so gesehen, was will man auch großartig an Cover für so ein Spiel machen, ne? Aber das ist wirklich, diese japanische Coverschrift, die ist irgendwie komplett anders als bei uns. Dann habe ich das hier rausgesucht. Wenn ihr wirklich nur, ich denke mal extra das Cover ab. Da mit dem Symbol könntet ihr es vielleicht schon erahnen. Aber was für ein Spiel ist es? Als ich das gesehen habe, konnte ich das überhaupt gar nicht zuordnen, aber es ist Gargoyles Quest. Also da gibt es wirklich so gar keine Unterscheidung. Und auch hier finde ich das Cover irgendwie wieder viel sprechender. Du weißt, die Fantasie wird sofort angeregt. Also da finde ich wirklich, dass unser Cover, was wir da bekommen haben, wo einfach dieser Gargoyle ja im Prinzip drauf ist hauptsächlich, finde ich das irgendwie vielleicht viel, viel langweiliger. Aber es ist wunderbar. Dann, genau, hier haben wir Pocket Bomberman. Und wo ich das jetzt hier sehe, ne? Ich muss jetzt einfach mal die Packung holen, damit ihr es vergleicht. Das ist sie. Und da zeige ich euch jetzt mal vielleicht genauer, wie diese Packung aufgebaut ist. Und zwar ist natürlich hier diese Luftpolsterfolie, die ist natürlich nicht original. Tipp, 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 tipp. Habt ihr hier halt alles drin, ne? Was da auch reingehört. Natürlich einmal das Spiel. Das war hier halt noch eine schwarze Cartridge, ne? Also für Game Boy Classic und für den Game Boy Color. Und hier dann halt in klein das Handbuch. Das hat natürlich dann eine etwas andere Größe als die normalen und natürlich hier die üblichen, ich schätze mal, das wird hier das japanische Club Nintendo sein oder ähnliches oder ein Bestellzettel, das sieht eher wie ein Bestellzettel aus, ne? Und hat hier noch nette Werbung, anscheinend konnte man ein Bomberman Fahrrad, Bomberman, was ist das, Shockwave, Staubsauger, nee. Keine Ahnung, es wird irgendwie Shockwave. Ich bin gerade etwas verwirrt. Ich habe mir den Promo-Zettel noch gar nicht angeguckt. Ich halte es mal so ein bisschen besser in die Kamera rein. Und Jojos, ne? Also was man so brauchte. Wie gesagt, ich habe das halt gesehen. Und dann musste ich mir unbedingt das auch mal kaufen. Weil irgendwie das Konzept finde ich halt so interessant. Ich packe mal alles zur Seite, dass es nicht stört. Ich fand das Konzept so interessant, dass sowas halt wirklich in solchen Dosen erschienen ist. Ist natürlich jetzt auch nicht ganz, ganz billig, wenn man es als OVP haben will. Wie es halt immer so ist bei seltenen Sachen. Aber klasse. Das Spiel ist auch übrigens super. Das ist eine Art Plattformer Bomberman, aber auch da werde ich irgendwann mal einen Test zu machen. Sehr, sehr interessant. Hier, wie ihr seht, die Pokémon-Spiele, auch die sind irgendwie anders aufgemacht. Da weiß ich nicht, ob ich denn doch nicht unsere Cover-Version schöner finde, aber es sieht auf jeden Fall viel dramatischer aus hier. Gefühlt war ja bei uns so ein bisschen mehr die Farben im Vordergrund. Da wäre das hier zum Beispiel komplett gelb gewesen. Auch eine interessante Sache. Hier, Quicks. Auch hier. Das europäische Cover ist
sehr, sehr einfach. Ne? Das ist sehr, sehr abstrakt gehalten, weil auch das Spiel sehr abstrakt ist. Im Prinzip habt ihr hier einen Rahmen und so einen Marker und ihr fahrt halt hier an den Rahmen rum und müsst dann halt Teile vom Level markieren. Und wenn ihr quasi euch aus dem Rahmen herausgewagt habt, seid ihr halt verwundbar und deswegen müsst ihr halt immer so ein bisschen gucken, hey, markiere ich jetzt einen großen Bereich oder nicht? Ein bisschen Strategie halt verbunden. Ist auch ein alter Arcade-Titel. Und dieses Cover hier, das ist irgendwie so super dramatisch. Da ist der Zeiger, natürlich ist nicht einfach ein Zeiger, sondern gleich ein Raumschiff, was hier durch die Gegenden jagt und wunderbar. Wunderbar, dieses Klacker-Ding ist dann hier so ein Gegner. Ich habe das immer nur so als Strahlen empfunden und nicht so als mit Metallstäbe, die auch noch spitz sind. Wunderbar. Dann haben wir hier auch ein, wenn ihr das seht, okay, ich habe den Titel wahrscheinlich schon gesehen, ist das Mystic Quest. Auch da finde ich auch unser Cover irgendwie einen Tick schöner, weil das Spiel hier so ein bisschen, das ist, also es sieht schon nach Rollenspiel aus, ne? Aber es verrät halt auch nicht so komplett die großen Abenteuer. Keine Ahnung, was da als Unterschrift steht. Okay, The Legend of the Sacred Sword. Okay, da kann man wahrscheinlich schon irgendwie denken, dass das irgendwie dramatisch ist. Aber auch hier, ne, weiß. Also so, wirklich so Spielepackungen, die weiß sind, gibt es bei uns gar nicht so wirklich. Ne? Das war irgendwie gleich alles so voll Farbe, voll Druff, so nach dem Motto. Sehr interessant. Und hier, das muss ich mir auch raussuchen, die Solar Striker Packung in Japan, die sind auch dramatisch anders aus, irgendwie viel, viel realistischer gestaltet, während das bei uns auch so alles wieder etwas abstrakter ist. Allgemein habe ich das Gefühl, dass die japanischen Cover wirklich sehr, sehr ein bisschen mehr auf Realismus sind, ein bisschen mehr weiß, wie gerade erwähnt, reingetönt, aber ich weiß nicht, ob ich die japanische oder die europäische oder internationale Version schöner finde, aber das sieht hier irgendwie schon dramatischer aus. Ne? Vielleicht hole ich mir das auch irgendwann mal. Und dann hier habe ich als letztes rausgesucht, einfach den Unterschied zwischen den Turtles-Packungen. Ne? Hier ist der erste Turtles-Teil, das ist der zweite Turtles-Teil. Ich weiß jetzt nicht, wie der zweite Turtles-Teil im japanischen Original aussieht, aber gefühlt sieht das Japanische irgendwie ein bisschen dramatischer aus. Ne? Irgendwie sehen die Turtles da etwas, ja, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, etwas aggressiver gezeichnet aus. Ist das der richtige Begriff? Ich weiß nicht. Und während das hier so ein bisschen mehr comichafter ist, okay, hier gucken sie auch grimmig und so weiter, aber man merkt schon einen eindeutigen Stilunterschied. Auch hier gefällt mir, dass hier die Bedrohung aus den Bildrahmen da reinkommt. Und so geht es überall weiter. Wie gesagt, ich habe es natürlich hauptsächlich die japanischen Cover rausgesucht, weil ich euch einfach zeigen wollte, wie unterschiedlich die sind, weil die meisten von euch, ihr kennt alle die europäischen. Und wie gesagt, für sowas ist das Buch einfach wunderbar, sowas mal zu entdecken und einfach mal diese Bilder auf sich wirken zu lassen. Ich kann euch das Buch wirklich nur wärmstens empfehlen. Ich habe es natürlich auch absichtlich jetzt nicht komplett durchgeblättert. Qualitativ ist es gut, die Seitendicke ist sehr schön. Ihr habt ein dickes Hardcover mit hier so einer leicht blau glänzenden Schrift. Ich guck mal, genau, ihr seht es jetzt. Ich kann es euch nur empfehlen. Und ich freue mich, dass ihr dieses Mal wieder dabei gewesen seid. Und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Macht's gut, meine Lieben. Tschüss.